Servus. Grüß euch. Willkommen bei uns zu Hause. Und willkommen im neuen Video. Wir haben alle Fragen, die ihr uns gestellt habt, gesammelt. Und darauf werden wir jetzt eingehen. Das ist die Leni. Das ist der Gabriel. Und wir kommen aus Österreich. Die Leni ist Krankenschwester. Und Gabriel ist Maschinenbautechniker. Es hat ungefähr 4 Monate gedauert. Ich war vollzeitig daran, dieses Fahrzeug fertigzustellen. Ein bisschen war es uns vorgegeben, weil der Vorbesitzer schon angefangen hatte mit dem Ausbau. Da haben wir teilweise übernommen, teilweise nicht. Deshalb auch unsere Küche und unsere Dusche und unser Bad so wie es ist. Das kam vom Vorbesitzer die Idee. Und alles andere habe ich einfach nach unseren Bedürfnissen ausgebaut. Ich habe mir da schon seit Jahren vieles auch auf YouTube angeschaut. Von dort stammen auch viele der Ideen. Dementsprechend haben wir uns inspirieren lassen. Fahrzeuggewicht haben wir schon erwähnt. Es ist ein 3,5 Tonnen Fahrzeug. Also sind wir unter 3,5 Tonnen, damit wir noch im gesetzlichen Rahmen sind. Die Duschwanne ist eine Einzelanfertigung, die gibt es so nicht zu kaufen. Das heißt, wenn ihr so eine Duschwanne für euer Fahrzeug haben wollt, dann müsst ihr euch an einem Schlosser oder Metallbauer eures Vertrauens wenden. Wir haben ja ein ziemlich langes Fahrzeug, nämlich 7 Meter lang. Das Fahrzeug hatte zu dem Zeitpunkt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, deswegen haben wir es auch gekauft. Hätte es 6 Meter gehabt, dann wäre es jetzt ein 6 Meter Fahrzeug, aber es war 7 Meter lang. Wir haben ja damals in Österreich uns diverse andere Fahrzeuge angeschaut. Die waren entweder vom Zustand viel schlechter, rostig. Oder sie waren tatsächlich zu klein. Natürlich ist es nicht so einfach, mit diesem Fahrzeug Parkplätze zu finden. Deshalb sind wir in fast keine Großstadt reingefahren, sondern wir sind außerhalb stehen geblieben und haben öffentliche Verkehrsmittel oder unsere Fahrräder genutzt, um die Städte zu besichtigen. Die Fahrzeuglänge wirkt sich natürlich auch aus auf die Fährkosten. Das wird meistens auf die Fahrzeuglänge berechnet. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich nach unseren Erfahrungen, die wir in Europa gesammelt haben, ein Fahrzeug mit maximal 6 Meter Fahrzeuglänge und maximal 2,7 Meter Fahrzeughöhe. Wir würden als nächstes auch ein 6 Meter Fahrzeug nehmen, weil man kann ja dieses Cockpit, nenne ich das jetzt mal, auch mit einbeziehen in den Wohnraum. Somit kann man das Ganze dann auf 6 Meter reduzieren und ich denke, da kann man sich sehr gut das Design, Innendesign von Bössl abschauen. Die haben das optimal ausgenutzt. Das hat den ganz einfachen Grund. Sie hatte Beschädigungen, sie war rostig, ich habe das Ganze ausgebessert, wollte sie aber nicht neu lackieren. Deshalb hat sie jetzt einen Steinschlagschutzüberzug bekommen. Das ist ein normaler Überzug, kann man auf eBay oder Amazon bestellen. Und den habe ich drüber gezogen und seitdem ist sie schwarz. Wir haben ein Jahr lang ein Portapotty herumgeführt in diesem Fahrzeug. Kein einziges Mal benutzt, weil uns das einfach zu ungut und nicht passend war. Deshalb haben wir sie auch wieder verkauft und seitdem sind wir, oh Schreck, oh Graus, ohne Toilette unterwegs. Aber wir kommen damit klar und wir arrangieren uns dementsprechend. Allerdings würden wir dennoch bei unserem nächsten Ausbau eine Toilette berücksichtigen. Auf alle Fälle. Allerdings in einer Kabine. Da wir das jetzt nicht zur Verfügung haben, stellt sich die Frage für uns dann auch nicht, ob wir eine Toilette einbauen wollen. Also es ist gar nicht möglich hier. Kondenswasser entsteht an Kältebrücken. Kältebrücken haben wir in diesem Fahrzeug 2 Stück im hinteren Aufbau. Das sind die 2 Schiebefenster. Das ist nicht isoliertes Echtglas. Die Fenster sind von Iveco, normale Fahrzeug-Schiebefenster. Da entsteht Kondenswasser, wenn wir große Temperaturunterschiede von außen nach innen haben. Wenn es kalt ist draußen und wir die Heizung aufdrehen, dann kondensiert hauptsächlich das Wasser. Oder wenn es Minusgrade hatte und eher feuchteres Klima und wir stehen in der Früh auf, dann sind die Fenster auch meistens beschlagen. Das ist nur bei tatsächlich kalter Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit ein Problem. Dazu haben wir aber diesen Abzieher. In der Früh, wenn wir aufstehen, ziehe ich einmal die Fenster ab, wische die Feuchtigkeit weg und danach haben wir freie Sicht.
Das hat nicht wirklich einen Grund. Wie schon gesagt, das hängt vom Budget ab und wir haben uns verschiedene Fahrzeuge angeschaut. Es hätte auch ein Fiat, Citroën oder Peugeot werden können. Da waren wir komplett offen. Wir haben uns nicht auf eine Marke fixiert. Aber dieses Fahrzeug hat zu diesem Zeitpunkt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Ein kleiner Punkt noch dazu. Nicht alle Fahrzeuge dieser Größe haben eine Zulassung für 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. Manche haben nur 3 Tonnen oder 3,2 Tonnen Fahrzeuggewicht. Und das muss man beachten beim Kauf, unbedingt in die Papiere schauen, sonst hat man danach eine böse Überraschung, weil man in einem Wohnmobil das natürlich ausnutzen möchte. Wir sind sehr froh, dass wir uns für dieses Fahrzeug entschieden haben, weil wir weder Pannen noch sonstige Reparaturfälle hatten. Da bin ich dem Gabriel sehr dankbar, weil er schaut immer rechtzeitig, dass der Service gemacht ist, oder er schaut einfach mal so vorne rein, kontrolliert alles. Und da bin ich sehr dankbar, weil es hat sich bewährt. Wir hatten nie Probleme und hoffentlich bleibt es auch so. Ja, da muss man auch dazu sagen, wir haben von anderen gehört, die Probleme hatten mit ihren Fahrzeugen. Mit unserem Iveco hatten wir Ja. überhaupt keine Probleme. Mittlerweile sind wir seit über 50.000 Kilometer in diesem Fahrzeug unterwegs und es gab keine außerordentlichen nötigen Reparaturen. Nur Nur Verschleißteile. normale Ja. Verschleißteile. In jedem neuen Land gehen wir in einen Internetshop, Telefonshop und erkundigen uns nach den günstigsten Internettarifen, Prepaid-SIM-Karten. Ta-da-da-da. Dazu haben wir dann hier dieses Ding. Das ist ein WLAN-Router, WebCube, hat auch einen eigenen Akku drin. Das heißt, wir können mit dem Ding im Rucksack auch unterwegs Internet haben. Da stecken wir einfach von jedem Land eine eigene SIM-Karte rein und haben dann Internet zur Verfügung. Ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Manchmal ist es sehr teuer, da müssen wir echt sparsam mit dem Internet umgehen. Aber hier zum Beispiel in Portugal ist es wieder sehr günstig. Da haben wir eigentlich unbegrenztes Internet zu einem sehr Ja, wir zahlen 1 Euro guten pro Preis. Tag für unbegrenztes Internet. Wir haben eine Vision hinter dem Ganzen von Anfang an. Richtig, wir wollten nämlich einfach uns umschauen in Europa und eventuell einen Platz finden, wo wir sesshaft werden wollen. Unser meist bevorzugtes Land ist nach wie vor unsere Heimat Österreich. Aber wir haben sich gedacht, es gibt so viele andere schöne Länder auch. Wieso schauen wir uns die nicht mal an? Wenn uns etwas gefällt und es passt, können wir auch hier uns niederlassen. Somit ist auch schon die Frage, wieso wir nicht nur 6 Wochen im Jahr Urlaub machen, beantwortet. Gehen wir mal davon aus, man hat 6 Wochen, die meisten haben nur 5 Wochen Urlaub im Jahr, davon sind 2 Wochen wahrscheinlich schon von der Firma, also fremdbestimmt. Und das ist dann unmöglich, dann bräuchte man wahrscheinlich ein Jahrzehnt, bis man all diese Länder kennengelernt und bereist hat, die wir innerhalb von 1,5 Jahren bereist haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben beide unsere Arbeit gekündigt und sind auf unbegrenzte Zeit frei. Das ist eine gute Frage, die können wir euch so pauschal auch nicht beantworten. Verfolgt einfach weiterhin unsere Videos, dann werdet ihr es sehen. Ihr könnt eventuell damit rechnen, dass unsere Kanalinhalte irgendwann einmal sich Vielleicht verändern. machen wir uns einmal sesshaft und werden dann euch unsere Projekte zeigen. Mal sehen, wohin uns die Zukunft führt. Wenn das euch interessiert, so eine Art Selbstversorgerleben, was wir hier vorhaben, deswegen sind wir auf der Suche nach einem großen Grundstück, dann bleibt auf jeden Fall weiter gespannt, verfolgt unseren Kanal, also uns, und wir werden sehen, wo die Reise hingeht und wo sie endet. Ob sie überhaupt endet, Wir das wissen ist. auch noch nicht, wo wir landen werden, ob das jetzt Norwegen oder Finnland oder Österreich oder Portugal oder Spanien sein wird. Wir wissen es nicht. Ja. Wir erfahren das so, wie ihr das auch erfahren werdet. Fängt erstmal damit an, dass man budgetiert. Wie viel brauche ich in einem Monat? Wie viel wird das Fahrzeug kosten? Für uns ist es so, 1000 Euro im Monat. Wie viele Monate, wie viele Jahre will ich unterwegs sein? Will ich 12 Monate, 24 Monate, dann brauche ich 24.000 Euro. Soll das Fahrzeug 15.000 Euro kosten, rechnet man das noch dazu. Und das ist das Budget, das man braucht. Die Frage ist eigentlich relativ einfach und schnell zu beantworten. Wir haben davor ganz normal gearbeitet, wie jeder andere auch. Wir waren immer schon sehr sparsam unterwegs, deshalb hatten wir auch
einige Ersparnisse schon und konnten uns dann eben leisten, beide zu kündigen. Dazu müssen wir einmal erklären, wie unsere Route verlaufen ist. August 2018 sind wir in Österreich gestartet, in die Türkei, über Griechenland, Italien, in die Schweiz. Dort haben wir meinen Bruder besucht und daraus hat sich ergeben, dass wir den Rest des Winters dort verbracht haben und beide gearbeitet haben. Das waren insgesamt 4 Monate. Deshalb hat unsere Reise 2019 in der Schweiz gestartet, weil wir den Winter dort gelebt haben. Ja, wir haben das Fahrzeug gekauft für knapp 6.000 Euro und haben weitere 6.000 Euro für den Innenausbau verbraucht. Damit sind wir bei knapp 12.000 Euro. Unsere Routenplanung ist so gut wie nicht existent. Das folgt von einem Tag auf den anderen. Wir haben uns nur geeinigt auf die Länder, die wir besuchen möchten. Und alles andere findet dann in der Früh statt. Da schauen wir uns an, wo wollen wir am Abend sein. Also grundsätzlich eine Mischung aus spontan und ein bisschen Planerei. Ja, wie wir unsere Stellplätze finden, denke ich, jeder, der ein Wohnmobil oder hat oder so unterwegs ist, kennt die Apps Park4Night oder iOverlander. Dort kann man sich diverse Stellplätze raussuchen. Wir brauchen eigentlich sehr selten bis nie einen Campingplatz, weil wir ja weitgehend autark sind. Deshalb sind wir nicht angewiesen auf den Service von Campingplätzen wie zum Beispiel Dusche oder Strom. Deshalb stellen wir uns meistens auf öffentliche Parkplätze. Wenn man schon öfter so unterwegs war wie wir, dann weiß man genau, dass es einem nie langweilig wird. Also unser Spielplatz ist ja die Welt, unser Spielplatz ist Europa. Wir können immer irgendwas unternehmen, also Fahrt wird uns auf keinen Fall. Klar, wenn man so jetzt abrupt von dem vorigen Leben, also wo man ganz normal arbeiten gegangen ist, jetzt auf dieses Leben, was wir haben, wechselt, dann kann es sein, dass am Anfang es ein bisschen schwierig ist, sich einzugewöhnen. Man denkt sich, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Die Frage stellt man sich nur, wenn man das hier noch nicht kennt. Aber wir schauen uns ja alles Mögliche an in der Umgebung, Städtebesuche, Wandern zum Strand, je nachdem, wo wir halt sind. Unsere Tage sind immer ausgefüllt und wir langweilen uns auf keinen Fall. Ja. Wie ihr in dem Video schon bemerkt habt, wir sind nach wie vor auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage. Also für uns ist es einfach ein offenes Ende. Wir haben noch mehr als genug Budget. Wir könnten noch, wenn es sein muss, noch 2 Jahre unterwegs sein. Darum geht es nicht, sondern einfach anzukommen. Und bis jetzt sind wir noch nicht angekommen und deshalb reisen wir noch immer. Seid dabei, begleitet uns auf dieser Reise und mit euch gemeinsam werden wir auch die Antwort auf diese Frage finden. Alles ist noch möglich, alles ist noch offen. Vielleicht landen wir auch in Österreich. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende angekommen des Videos. Ich hoffe, ihr könnt euch daraus etwas mitnehmen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, damit ihr die folgenden kommenden Videos nicht verpasst. Macht es gut. Und pfiat euch.